Die nächste Station, eine Familie hat Schutz gesucht unter der Erde, lebt seit Wochen hier. Wir sind hier in einem Keller eines Wohnhauses im Norden von Kharkiv. Wir mussten uns hierher zurückziehen, weil draußen die Artillerie zugenommen hat. Kira soll eigentlich bald eingeschult werden, doch jetzt ist Krieg. Vor leichtem Beschuss habe ich schon keine Angst mehr. Kira kann schon unterscheiden zwischen leichtem und schwerem Beschuss. Draußen sind Explosionen zu hören. Wir fahren weiter durch Kharkiv, eine Stadt im Krieg.